Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge, Diablo 4, letzte Folge, unbedingt reinziehen, haben wir diesen absolut geilen Stützpunkt zurückerobert, jetzt geht's hier rein in den Dungeon für einen super geilen Aspekt, danke, dass du da bist, viel Spaß mit der Folge, let's go. Labyrinth der Fäulnis, mal sehen, was du für uns zu offenbaren hast, ich hoffe, du lässt mir einen richtig, richtig geilen Legi fallen, so einen legendären Bogen, das wollte ich sagen, meine Fresse, ich wollte legendär und Legi in Englisch quasi kombinieren in ein neues Wort. Hat nicht so ganz funktioniert. Liegt aber auch einfach wieder fucking nochmal da dran, lieber, dass ich einfach seit keine Ahnung wie viele Stunden dieses Game wieder am Suchten bin, wir schon mitten in der Nacht haben und ich gleich in Urlaub fahre und ich noch versuchen muss, so viel hochzuladen, wie einfach nur möglich ist. Das heißt, wenn du dieses Video jetzt gerade siehst, hat es funktioniert und die Schützerei in der Nacht hat sich gelohnt. Oh, oh, oh. Die dicken Leute, die einfach immer auf mich zuglocken, kommen die Nerven so. Ich bin noch nicht bereit. Komm schon, komm schon, komm schon. Genau so, genau so. Ah, genau. Genau, ich wollte mal... Ah, jetzt kann ich nicht mehr auf den Regionsfortschritt zugreifen, doch. Ah, da fehlt nicht mehr viel. Dann haben wir den nächsten Fähigkeitenpunkt auch. Geil. Geil, geil, geil. Wie gesagt, den will ich unbedingt noch holen, bevor wir in Akt 3 aufbrechen. Ist es ja dann schon, ne? Wetten verflucht, oder? Ne, nice. Ich brauche mehr Zeit. Oh, oh. Ah, fuck. Oder kriegst du das Spiel nochmal ein? Ne. Fuck. Ja, das meine ich. Ja, da bin ich eben auch schon zweimal mit rausgeflogen mit der Kacke, ey. Das wird jetzt den ganzen Dungeon über... Ja, das wird jetzt den ganzen Dungeon wieder... Ich verstehe es nicht, warum. Auf einmal aus dem Nichts, das immer so kommt. Das ist so ein Quatsch, ey. Ich bin noch nicht bereit. Ja. Muss ich nur laden, die Welt. Muss ich einmal komplett neu. Ich, wie gesagt, es nervt so dermaßen, ey. Es nervt so dermaßen. Es ist zwar nicht oft, aber es muss halt absolut nicht, gar nicht sein, eigentlich. Da, guck dir das an. Ich bin noch nicht bereit. Guck dir das an. Ja, okay. Ich lade die Welt neu. Wir sehen uns. Also, Gott sei Dank gibt es keine Warteschlange oder so. Das haben sie echt gut gemacht. Muss man. Ey, toi, toi, toi. Mal auf Holz klopfen, aber muss man auch Blizzard echt mal loben. Aber wir sind ja noch in der Early Access Phase. Aber wie gesagt, Stand jetzt. Warteschlangen gleich null. Aber was ich mir echt wünschen würde, ist Blizzard. Falls ihr das hören solltet, bitte patch den Quatsch mal, dass das Spiel jetzt irgendwie nach ein paar Stunden in diesen Modus verfällt, dass einfach gar nichts mehr geht. Ist ein bisschen ärgerlich. Okay, der Dungeon sieht komplett anders aus als gerade eben. Nice. Sind wir in dem richtigen drin? Ja, ne? Sind wir in dem richtigen drin? Ja, der Aspekt hat sich nicht geändert. Perfekt, okay. Aber cool, ey. Die Dungeons sind also dann auch so ein bisschen zufallsgeneriert. Das ist cool. Das ist dann eben beim Wiederspielen... Kommt nicht so schnell die Langeweile auf, weil alles immer gleich ist. Das ist schön. Das ist schön. Das ist wunderschön. Wie sieht's denn bei euch aus? Schreibt mal eure Meinung bzw. eure Erfahrung mit dem Bugs auf der PlayStation, Xbox, PC, wie auch immer, wo auch immer ihr unterwegs seid. Alles geile Konsolen. Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr auch ähnliche Probleme? Oder komplett verschont? Ich bin noch nicht bereit. Ich habe keine Energie. Warte, 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 ich bin schon fast da. Dann hole ich mir den Aspekt direkt mal. Jo, was ist das denn? Hier ist der Riesenbaum, ne? Saubere Wurzel, die nehmen wir mit. Zack. Das muss es sein. Das muss es sein, das wird es sein. Okay, ich bin schon fertig. Bin ja, wir ziehen bereit. Den Dungeon trotzdem durch. Ja, genau, ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit zu gehen. Ja.
verfluchte Kiste auch noch. Okay, perfekt. Kappa. Oh, 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 oh. Holy shit. 4 Sekunden aushalten noch irgendwie, damit ich hier rausbrechen kann. Hallo, 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 hallo. Was ist denn hier los auf einmal? Wo ist meine Energie? Lass mich raten, auch so eine dämliche verfluchte Kiste, ne? Was ist gerade los? Ich hab nicht genug Energie. Oh, lass mich hier durch. Lass mich hier durch. Okay. Ich mach die jetzt alle hier platt noch. Keine Sorge. Ich laufe nicht weg. Die gönne ich mir noch. Die gönne ich mir alle noch. Einer nach dem anderen. Oh, 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 oh. No, 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 no. No. Mann, ey, diese scheiß Einfrieren, ey. Wie gesagt, es gibt ja diese eine Fähigkeit, aber die mit dem ist mir zu hoch. 20 Sekunden Cooldown. Ich meine die hier. Ich meine die, genau die, Verschleierung. Wenn du eingefroren bist, irgendwo in der Falle hängst, egal, du aktivierst das und schleierst dich einfach da raus und kannst dann nochmal 3 Sekunden irgendwo weglaufen. Aber das Brechen, warte, wie lang ist das Brechen? Ein Cooldown, 11 Sekunden. Okay, das wären 9 Sekunden mehr. Aber Brechen ist halt zweimal hintereinander, ne? Das ist halt auch geil. Jetzt habe ich nicht ganz mitbekommen, was die Lady da gesagt hat. Auf jeden Fall hat sie sich irgendwie gewünscht, dass die Leute auf sie hören. Das habe ich noch mitbekommen, aber ich war gerade so... Oh, ich war gerade so fokussiert auf, dass ich hier nicht abkacke. Alter, was ist hier los? Ich habe nicht genug Energie. Was ist das bitte für ein Schrein, Mann? Für ein Schrein, für ein Dungeon. Ja, komm, dann kommt erstmal hoch hier, Schlingels. Dann regeln wir das hier und hier. Wie lang so 5 Sekunden Cooldown sind, wenn man den braucht, ey. Wahnsinn einfach nur. So, ciao Kakao. Ciao Kakao, warum nicht direkt so? Warum nicht direkt so? Muss ich hier wirklich einmal sterben vorher, weißt du? Tür ist versiegelt. Immer noch. Töte alle Gegner. Okay. Ja, okay. Verschneite. Was für eine heuchende Monsterosität, Elite. Okay. So, einmal weg, falls sie explodieren. Zack. Einer noch. Und jetzt können wir durch, ne? Jetzt können wir durch. Und merken auch auf jeden Fall, wir gehen ja so oder so danach in die Stadt und extrahieren mal alles und machen. Ja, guck mal hier, alles klar. Tür geht einfach wieder nicht auf. Hoffentlich stürzt das jetzt hier nicht ab. Betätige die Hebel. Habe ich einen betätigt? Fragezeichen. Okay, nice. Hab ich meine Schuhe habe ich noch, ja. Okay. Kammer der Opfergaben. Ich brauche mehr Zeit. Oh oh. Ich bin gespannt, wie krass das denn wird mit diesem Aspekt hier drauf. Mit den Basisfähigkeiten und danach der Kernfähigkeit mit 30% Erhöhung dann und so weiter. Das müsste ja übertrieben krass werden. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Okay.
Jo, verflucht. Wetten, wetten. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Boah, nur Crits, nur Crit, geil. Boah, so müsste es natürlich immer sein, oder? So müsste es natürlich immer sein. Jeder Schlag ein Crit. Ich bin noch nicht bereit. So, das heißt, jetzt heile ich mich ja die ganze Zeit, ne? Nice, nice, nice. Ein wichtiger Gegenstand fehlt. Okay, dann brauchen wir hier. Müssen wir einmal kurz hier abbiegen. Ich bin noch nicht bereit. Nice, Stufe 37. Geil, Mann. Man merkt zwar schon, dass es jetzt so ab einem gewissen Level eben natürlich so ein bisschen langsamer geht, aber trotzdem nach wie vor immer noch echt ziemlich angenehm schnell. Alter, wie schnell beschießen die den Bogen. Oh. Frank. So, gib mir den scheiß Stein, der hier liegt. So, einmal aufheben. Okay, der ist doch gestorben. Was haben wir hiermit? Ah, der Rohschädel. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Glück nochmal gesehen. Wie gesagt, die kann man ja nämlich auch zusammen zusammenschustern und dann noch mehr daraus machen. So, nice. Begibt euch in befallenes Reservoir. Ich glaube, jetzt kommt der Boss jetzt gleich, oder? Okay, okay. Komm mal einen Gang runter da vorne. Alter. Ich brauche mehr Zeit. Oh, 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 nice Kiste. So, gehen wir rein, gehen wir rein. Oh, ein Schrein. Ein Hort der grenzenlosen Harmonie. Jo, unendlich Energie. Unendlich Energie. Wahnsinn. Wahnsinn, dieser Schrein. Wahnsinn. Oh, geil, Alter. Yo. Alter, Verwalter. Boah. Absolut nice, Mann. Okay, zerstörte Gelege. Ja, okay, das war dann das erste Gelege. Nice, ey. Wahnsinn. So, so kann es weitergehen. So kann es doch easy peasy weitergehen. Gut, dann gehen wir einmal hier rein. Da oben wird bestimmt das nächste Gelege sein. Shadow Claw. Ziemlich verwinkelter Dungeon tatsächlich. Ich bin noch nicht bereit. Bist du der Beschützer der Kiste oder was? Klasse. Ich kann nicht mehr tragen. Bin ich voll oder was? Tatsache. Dann müssen wir mal zurück in die Stadt reisen. Das ist der flüsternde Baum, oder?
So, da müssen wir aber einmal gerade ganz fix durchgehen. Wie gesagt, da will ich mein Affix drauf schmieden. Müll. Ein bisschen mehr Schaden. Okay. Mit den Sockeln und so, das will ich nicht aufgeben. Widerstand gegen Kälte, Blitz, Überwältigungsschaden. Widerstand gegen Feuer, Widerstand gegen Schatten, Glückstrefferchance, Lebensregeneration, wenn ihr kürzlich keinen Schaden erlitten habt. Mhm. Okay. Der hat sogar einen Sockelplatz. Das heißt, den nehmen wir mal. Das lassen wir. 60 plus die Hose. Okay. Das heißt, die ist noch krasser als die hier, ne? Ja. Okay, dann kann die weg. Dann behalten wir die. 50 plus. Dann 90 plus 10. Ja, okay, weil die gedingst ist. Weil die verbessert ist. 74 plus, okay. Okay, das rüsten wir auf jeden Fall mal aus. Nice. Nice. Aber leider keine Sockel, ne? Guck mal hier. Barriereerzeugung plus, ja. Okay, guck mal hier, einfach nur eine Unterhose, 29 plus. Aber okay, das wäre eh ein Beinkleid, ne? Und da haben wir die neue Hose. Okay, dann kann das alles weg. Perfekt. Zähne. Ja. Erstmal reparieren. So. Verkaufen. Ich hoffe, das war jetzt die richtige Hose, ja, ne? Die behalten wir mit 60 plus. Das kommt mir gelegen. So. Alright. Ich schmiede mehr als Hufeisen und Nägel. Was braucht ihr? Alright. So, da packen wir das gleich drauf. Okay, dann machen wir weiter im Dungeon. Ich will den erstmal beenden jetzt und bevor ich mich jetzt dran setze mit den Affixen und. Erstmal eins nach dem anderen abschließen. So, 55 plus und das ist auch besser. Okay. Easy going. Zack. So, nur noch der hier. Im Säbel, kann er was? Mit Platz sogar 21. 21. 288. 288. Okay. Ist ja tatsächlich besser. So, waren wir denn noch nicht? Also hier rein, da muss das ja irgendwo da sitzen, ne? Muss das irgendwo da sein. Und dann ist Boss-Action angesagt. So. Haben wir noch. Falsche Richtung. Bitte auf das Monster auch drauf. Ich bin noch nicht bereit. Schließt innerhalb von 2 Minuten ein. Was? Eine Herausforderung ab? Okay, nice. Ich bin noch nicht bereit. Ein Spieletitel. Wow. Wow, ein Spieletitel. Schon wieder so eine Unterhose. 62 plus. Ränge für Verschleierung, maximales Leben 42. Was hat der hier? Der hat Intelligenz und Lebensregeneration. Ich
glaube, warte, der hatte wie viel? 60 plus? 62 plus. 42 Leben, Schadensreduktion. Ich glaube, da müssen wir die Unterhose hier nehmen, ne? Wenn ihr verletzt seid, regeneriert euer Trank zusätzlich 10 Ressourcen. Ja, ja, okay. Wo war das denn jetzt? Wo war das nochmal mit dem Durchgang? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Doch mal hier rein. Shortcut. Ach, guck mal, hier lebt sogar jemand. Aber hier war der geile Schrein, ne? Hier war der absolut geile Schrein. Ich glaube dann hier rein. Das war fast noch ein geiler Rhyme. Da war das erste Übel drin, ne? Wo war? Hä? Ne, hier ist es nicht. Zeig mir das so wenigstens auf der Map an jetzt. Wo ich hin soll? Was soll denn der Quatsch? Ich brauche Zeit, um das zu tun. Was hier oben? Aber hier war eigentlich auch das Monster. Hier bin ich ja zuerst reingekommen, ne? Naja. Okay, dann ist es hier nicht da, nicht? Dann muss es da sein. Da. Aber das kann auch nicht sein. Ich brauche mehr Zeit. Ich verstehe nicht, warum mir das Spiel nicht gerade einfach fucking nochmal anzeigt, wo dieses dämliche Schalterding jetzt ist. Aha. Aktiviere den Geisterrunenstein. Aktiviere den Erdrunenstein. Aktiviere den Naturrunenstein. Habe ich die denn hier drin jetzt irgendwie oder was? Soll ich jetzt hier aktivieren? Der Dungeon kann jetzt nicht einfach hier zu Ende sein. Es muss doch jetzt hier einen Boss geben. Ich brauche den Affix noch, den Aspekt. Ich brauche mehr Zeit. Ja. Das kann doch nicht sein. Meine Fresse, hallo. Können wir hier irgendeinen Weg übersehen? Das Reservoir. Ah. Das ist very, very seltsam. Oder kriege ich als Quest-Belohnung jetzt... der Dungeon ist geschafft. Also, mal so, das ist verwirrend tatsächlich. Aber gut, Hauptsache wir haben den Dungeon da abgehackt und kriegen eine geile Fähigkeit daraus. So, der müsste ja dann jetzt hier drin sein, oder? Nee. Warum nicht? Warum nicht? Wo ist der Aspekt hin? Wo ist der fucking Aspekt hin, der am Anfang stand? Mit Basisfähigkeit und. Was ist damit passiert jetzt? In der Zeit, wo ich in dem Dungeon drin war. Das müsste mir bitte jetzt mal jemand ganz plausibel erklären.
Oder ist das jetzt das hier? Ne, das ist ja eigentlich die eine Quest gewesen. Das hat ja damit nichts mehr zu tun. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Das ärgert mich gerade wirklich, wirklich sehr. Warum das jetzt auf einmal weg ist. Dämlich, ey. Dämlich, dämlich, dämlich. Oder vielleicht dann doch eben hier, wenn man die Quest mit abgeschlossen hat. So, warum auch immer. So nach dem Motto, okay, du hast den Ort abgeschlossen, jetzt kriegst du den Aspekt oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, verstehe es nicht. Find's auf jeden Fall gerade absolut ungeil. Bin ich ehrlich? Absolut ungeil. So, haben wir den schon mal. So, jetzt können wir ein paar geile Monster kommen. Ich habe wieder den absolut besten Schrein aller Zeiten hier erwischt. So, so muss das sein. Den Segensschrein brauche ich bei irgendeinem Boss. Okay, Freunde, wie gesagt, ich mache da jetzt erstmal hier an der Stelle Pause. Lest mir das nochmal genau durch. Hol den anderen Stein da hinten noch. Wie gesagt, gerne könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, woran das liegt, dass da, wo der Aspekt jetzt hin ist. Ärgert mich gerade extrem. Wenn die Folge trotzdem gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du dem Video ein Däumchen nach oben geben würdest. Ein kostenloses Abo da lässt, würdest du mir und meinem Kanal extrem mit weiterhelfen, mich super geil supporten. Dankeschön vorab natürlich. Und Glocke nicht vergessen für mehr Diablo 4 hier auf dem Kanal. Danke, dass du da warst. Habt noch einen super geilen Tag. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.